Kohlräbli, ein feiner Fenkel oder ein gesundes Naturjoghurt. Das ist der ideale Znüni für unsere Kinder. Konfibrötli oder Gipfeli sind verboten und werden von den Lehrern höchstpersönlich entsorgt. Alles zu der Znüni-Polizei gibt es jetzt bei «Auf den Punkt» mit mir, der Camilotte. Bleibt dran! Aus Empfehlungen werden Verbot. Das Erziehungsdepartement im Kanton Genf hat ein Merkblatt veröffentlicht, welche Lebensmittel gesund sind und die richtigen Lebensmittel für unsere Kinder zum Znüni. Neben Peperoni oder Reiswaffeln sind auch so feine Sachen drauf wie ein Fenchel oder ein Stangensellerie. Beides bekannt natürlich als sehr beliebt bei unseren Kindern. Doch bei reinen Empfehlungen ist es nicht geblieben. Unsere überkorrekten PH-Absolventen haben aus dem ein Verbot gemacht. Wenn nämlich etwas vom Kanton diktiert wird, dann gilt es mit militärischem Eifer durchzusetzen. Mit Birkenstock unter den Füßen haben unsere Lehrer plötzlich eine selbsternannte Znüni-Polizei geschaffen, die rigorose Znüni-Kontrollen bei den Kindern durchführt. Es ist nämlich so, Gipfeli und Konfibrötli sind jetzt verboten. Und als wäre das nicht genug, hat man als Machtdemonstration, wenn man ein Konfibrötli gefunden hat, das direkt vor den Augen der Kinder in den Kübel geschossen. Ich muss sagen, sorry, wo sind wir da? Ja, gesunde Ernährung ist auf jeden Fall ein Thema für unsere Kinder, doch irgendwo hat das Ganze ja auch Grenzen. Ich finde es eine absolute Frechheit, dass gewisse Lehrer sich das Recht nehmen, zuerst mal als selbsternannte Znüni-Polizei das Znüni von unseren Kindern zu kontrollieren und dann eigentlich auch noch das Znüni vorzuschiessen. Gemäss dem Artikel von 20 Minuten sind sogar Bananen anscheinend ein Problem und nicht erlaubt in gewissen Kindergärten. Ich muss sagen, was ist das für ein Zeichen, das wir unseren Kindern mitgeben? Wir sagen, wenn gewisse Lebensmittel nicht einem staatlichen Merkblatt entsprechen, dann sind sie es nicht wert zu essen und man muss sie fortschiessen. Das Ganze erreicht seinen Höhepunkt dann, wo ein Kind sein Znüni hat müssen auf dem WC essen, weil es eben nicht dem Merkblatt entsprochen hat, weil es eben sonst Angst gehabt hat, dass man das Znüni wegnimmt. Die Geschichte ist für mich symptomatisch für unsere Verbotskultur, die wir haben. Sei es jetzt Bierpunktverbot, vegane Menüs, ein umfassendes Rauchverbot oder, wo man sogar in Bern über die Zuckersteuer nachdenkt, immer mehr wird der Bürger gelenkt. Immer mehr greift man in die persönlichen Freiheiten, immer mehr wird man gesteuert und gelenkt vom Staat. Es ist eine regelrechte Bevormundung von unseren Bürgern. Was ist das Resultat? Ja, der Bürger oder in dem Fall gewisse Lehrer verblödet einfach nur. Wir denken nicht mehr selber, man übernimmt fast willenlos alles, was von oben ab vom Staat eigentlich diktiert wird. Liebe Zuschauer, diese Sendung ist ein Plädoyer an unsere individuellen Freiheiten gegen die Verbotskultur in unserer Gesellschaft und gegen die ständige Bevormundung. Es kann nicht sein, dass Kinder aus Angst auf dem WC müssen ihre Znüni essen und Lebensmittel im Kübel landen. Klar braucht es einen gesunden Znüni, doch ab und zu darf man doch auch mal ein Weckli essen mit einem Schokostängeli. Also meine Generation hat es zum Znüni gehabt und ganz ehrlich, wir haben es alle überlebt und sind damit nicht den Bach durchgegangen. Den Lehrern kann ich nur direkt sagen, ihr seid im Fall ein schlechtes Vorbild. Food Waste in unserer heutigen Gesellschaft ist völlig unabgebracht. Das ist eigentlich einfach nur noch lächerlich. Ich kann euch nur etwas empfehlen. Esst doch selber mal ein feines Konfibrötli. Vielleicht ist ja nämlich Zuckermangel der Grund für euren Bevormundungswahn. Was denkt ihr, liebe Zuschauer? Ist es völlig übertrieben oder soll man da durchgreifen, damit es nur noch Stangensellerie zum Znüni gibt? Sagen wir eure Meinung in den Kommentaren. Das war es diese Woche von «Auf den Punkt». Wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Sendung und ich esse jetzt noch mein Konfibrötli. Bis dann!